Hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play zu Driver 1. Ja, wir bekommen jetzt einen neuen Job in einer neuen Stadt und ich habe vergessen, nachzugucken, wie viele Städte es gibt. Gebt mir eine Sekunde, das mache ich gerade nochmal. So, ich habe jetzt mal die Anleitung geholt und in der Anleitung steht drinne, von Miami nach Frisco, also wir sind jetzt in Frisco, von dort nach L.A. und dann zurück nach New York. Okay, alles klar, deswegen habe ich in der ersten Stadt auch das World Trade Center nicht gefunden. Kein Wunder. Sie haben drei neue Nachrichten. Ja, super. Dann spielen wir mal ab. Cowboy, ich habe einen Aktenkoffer, der ausgetauscht werden muss. Unter deiner Tür findest du eine Karte mit einer Nummer. Ruf an, wenn du interessiert bist. Stimme klang ein bisschen wie Alf. Komm runter zu Fisherman's Wharf. Ich habe da ein paar abgesägte Knarren im Kofferraum. Yappies Gang sucht diese Honeys. Also brauche ich einen Fahrer, der so richtig Stoff gibt, wenn es sein muss. Wie sieht's aus? Ich mache einen kleinen Abstecher ins Einkaufszentrum. Keine große Sache. Brauche nur noch einen Fahrer, um das Bild abzurunden. Ich weiß, das ist was für dich. Passt das in deinen Zeitplan? Oh, nee, ich nehme, glaube ich, mal die erste Mission. Ich nehme die erste Mission einmal. Das ist, denke ich mal, okay. So, ich hoffe mal, es wird jetzt nicht zu laut. Ich habe jetzt gerade noch das Fenster aufgemacht. Aber wahrscheinlich wird es das. So, ich akzeptiere mal diese Mission hier. Also nicht wundern, falls ihr irgendwie mal ein Auto oder sowas hört im Hintergrund. Ich muss das Fenster aufmachen, hier drin ist so warm. So, schauen wir doch mal, was wir für eine Mission jetzt bekommen. Knarren im Kofferraum. Ist doch wieder dieselbe. Dieselbe Ecke. So, warte mal. Karte. Müssen nach links und dann einmal ja, ums ganze Gehöft drumherum. Okay. Begib dich nach Fisherman's Wharf. Machen wir. Es ist so geil mit den Schatten hier von den Bäumen. Ich könnte mich immer wieder kaputt lachen. Aber die Laternen haben keine Schatten, ne? Konsequenz, meine lieben Entwickler. Konsequenz. Hat man hier nicht walten lassen, da macht nichts. Ist ja meckern auf hohem Niveau, ne? Schon krass, dass man überhaupt Schatten eingebaut hat. Also, alle Achtung, ey. Hä, wo fährt denn der hin? Ich wollte gerade sagen, fährst du jetzt auf die andere Fahrbahnseite oder wie? Nicht verstehen. Muss irgendwie zusehen, dass ich an ihm vorbeikomme, ohne dass er mich jetzt catcht. Ja, klar. Der fährt natürlich gerade in dem Moment raus. Mieser Sacke, ey. Das war so klar. Ich habe wieder dieses Glück, ne? Naja, gut. Was soll's. Sind die Bäume eigentlich in 3D? Mich mal interessieren. Hui! Nein, sie sind 2D. Gut. So schnell wollte ich das jetzt eigentlich nicht wissen. Oder so genau wollte ich das nicht wissen. Aber offensichtlich. Und hier? Was ist jetzt hier? Ich wollte gerade sagen, steht hier direkt auf meinem Missionsziel. So, darf ich hier hin? Ja, okay, gut. Alles kein Thema. So, wir haben noch 2 Minuten. Weiß nicht, ob wir die 2 Minuten jetzt noch brauchen oder nicht. Wäre ziemlich viel Zeit jetzt gerade gewesen, ne? Mal gucken. Es ist alles für dich geregelt. Yappies Ratten wissen bestimmt darüber Bescheid. Dann wollen wir mal sehen, was du drauf hast. Tja, viel, ne? Müssen wir gerade mal was aufschreiben. So, hoffentlich kann ich das nachher noch lesen. Das muss jetzt schnell gehen. Gucken wir mal. Ab mit dir. Absetzen. Absetzen? Was soll ich denn absetzen? Mütze oder was? Ich habe keine Mütze auf. Ist zu warm für eine Mütze. Ja, gut. Okay, unsere Karre ist auf jeden Fall weiterhin kaputt. Und da kommen die Cops. Aber die sind ein bisschen doof. Was okay ist. Die dürfen auch gerne mal ein bisschen doof sein. So, dann heizen wir hier mal lang. Da kommt auch schon der nächste Cop. Also je höher der Gesuchtsbalken da oben ist es definitiv, umso mehr wird man gesucht. Hui! Ich überlege mir das gerade nochmal. Ich glaube, mein Auto ist Schrott.
Ich starte nochmal neu. Ich glaube, ich bin ein wenig auf der Seite gelandet. Ach ja, jetzt fällt mir es gerade wieder ein. Weil ich ja in einer der letzten Folgen gesagt hatte, dass ich irgendwie einen Artikel heute gelesen habe zu Driver 1. Ja, und zwar ein Gewinnspiel. Da gab es die Möglichkeit, dass man solche Stunts oder was auch immer, Rückblenden, wie auch immer man es nennt, konnte einschicken auf der Memory Card. Man kann nämlich auf der Memory Card speichern, wenn man es, glaube ich, auch geschnitten hat oder ich weiß gar nicht, wie genau. Man konnte die einsenden. Da gab es so ein Gewinnspiel von der OPM und noch irgendjemand. Der erste Preis war ein 16:9 Fernseher und ein DVD-Player. Wenn ich so gedacht habe, wow, das ist ein schöner Preis, aber als zweiten Preis gab es eine Reise nach, lass mich nicht lügen, ich glaube San Francisco oder so, oder Miami, ich weiß nicht mehr. Irgendwas auf jeden Fall, wo ich mir so gedacht habe, warum kriegt der Zweitplatzierte einen hochpreisigeren Artikel als der Erstplatzierte? Und dann ist mir so eingefallen, scheiße, das waren die 90er, beziehungsweise Ende der 90er, Anfang der 2000er, ich weiß gar nicht mehr, wie gesagt, ich glaube, waren die 90er, in dem Falle noch Ende der 90er. Mann, ist jetzt mal gut hier. Da hat so ein scheiß DVD-Player über 1000 Euro gekostet. Und so ein Fernseher war wahrscheinlich auch nicht gerade billig. Also war das in dem Fall wirklich der höherpreisige Preis. Ja, aber der zweite Preis war, wie gesagt, halt auch nicht von Pappe. Nicht schon wieder auf der Seite. Ja, okay, gut, ich starte neu. Meine Güte. Das ist wieder so eine böse Mission hier. So, ich knutsche einmal den Baum. Warum, weil ich kann. So, jetzt aber hier, komm schon. Mann. Aber das war wirklich interessant zu lesen. Jetzt ist mir gerade wieder eingefallen, was das nochmal war. Wisst ihr? Wenn man mal so, keine Ahnung, 5 Minuten hat, wo man mal über nichts drüber nachdenkt, was so ein Spiel angeht, fällt einem so wieder was ein. Oder man mal gerade nicht so unbedingt gestresst ist. Meine Güte, das war interessant. Ah! Mann, ey, ihr habt doch Rot. Nein, ich hab Rot, ich weiß. Da hinten ist er. Ja, ich glaube, da hat nochmal ein anderes Auto geknutscht. Hä? Der kam jetzt irgendwie von der Seite, glaube ich. Keine Ahnung, wo der genau herkam. So. Wir sollen es auf jeden Fall absetzen. Mal gucken. Wenn nicht wieder irgendwo eine Polizeikarre kommt, sollte das eigentlich machbar sein mit dem Absetzen. Oh, da vorne ist schon wieder eine. Ja genau, fahr da lang. Muss einfach nur mal kurz bremsen, dann kannst du die Karren ausnavigieren sozusagen, weil sie sich dann nicht entscheiden können, wo sie hinwollen. Machen wir das diesmal so. Ja. Man kann auch mal im Gegenverkehr ein bisschen rumdüdeln. Kann man schon irgendwie an denen vorbeikommen. So, ich hoffe mal, jetzt kommt keiner mehr. Kein Cop. Man könnte ja auch mal Glück haben. Ausnahmsweise. Oh, hinter uns ist einer gespawnt. Oh, das war noch einer, der da rumgefahren. Jetzt muss ich ja wieder da rein. Was soll denn das? Wie komme ich denn da wieder rein? Ach hier. Oh nein. Ich möchte nicht schon wieder die Cops am Arsch haben. Geh weg. Ja, ist mir egal. Versuche zu entkommen. Nein, der ist hier drinne. Verdammt nochmal. Wie kann das sein? Ich hoffe mal, der hat das, die Wand da ein wenig mitgenommen. Aua. Ja gut, der klebt am Baum. Ein bisschen Glück, kommen wir hier weg. Nein, kommen wir nicht. Oder doch? Komm ich um die Ecke? Ja, ich komme um die Ecke. Haha, der kommt mir jetzt nicht mehr hinterher. Oh, aber es ist alles so eng hier. Ah, scheiß Baum. Ja, super. Noch. Könnte der mal verschwinden? Obwohl, wenn der da ist, da könnte eventuell nur noch ein weiteres Auto spawnen. Könnte man vom Glück reden, dass das eventuell so klappt. Da war gerade irgendwie eine Erhebung auf der linken Seite, die hat man aber gar nicht gesehen. War seltsam.
Guck mal. Hier, geht die Karre links ein bisschen nach oben. Warum auch immer. Keine Ahnung. So, wir haben es geschafft. Warum denn ausgerechnet hier? Hier ist doch gar nichts. Keine Ahnung. So, wir einmal speichern. Und dann gucken wir, was als nächstes kommt. So, überschreiben. Jo. Dass das nicht automatisch sich den Namen merken kann. Mann, ey. Ich finde es ja gut, dass man dann sich so mehrere Savegames machen kann. Ne? Das auf jeden Fall, das ist cool. Und dass man dann halt auch unterscheiden kann, wenn jetzt mehrere Leute das Spiel zum Beispiel spielen würden, welches ist denn jetzt mein Savegame? Aber dass man dann das jedes Mal überschreiben muss? Ja gut, ich meine, hat vielleicht den Sinn, wenn man sich mehrere Savegames anlegt. Vielleicht musst du dem Kerl noch ein wenig näher auf den Pelz rücken. Ich überlasse das deinem professionellen Urteilsvermögen. Tanner, komm her! Slater, hier ist der Junge, den ich dir vorstellen wollte. Er hat ein paar Fahrten für Geschäftsfreunde von mir erledigt. Ach, ihr zwei kennt euch schon? Dieser Kerl war mal Rennfahrer, bis er einen kleinen Unfall hatte. Nun gut, ein bisschen Konkurrenz kann dir nicht schaden, Slater. Er ist keine Konkurrenz für mich. Du bist gar nicht so entstellt, wie ich dachte. Das ist Autsch. Der Typ, der mich rausgeholt hat. Ich hoffe nicht, dass du ihn abknallen willst, mon cher. Nicht, wenn eine 357er Magnum zwischen deine Augen zielt. Steck das Ding ein, Slater. Sowas passiert, wenn man das Maul nicht halten kann. Also lasst uns alle cool bleiben. Könnt ihr euch sogar beide gebrauchen, wenn Jean-Paul hier sein Geld wert ist. Wir werden das schon schaukeln. Slater, Tanner arbeitet jetzt für mich. Also die Cutscenes sind wirklich cool gemacht, ne? Also kann man wirklich nicht meckern. Die haben sie echt schön gemacht. Das wirkt schon so ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein, fast so ein Mafia-Spiel oder irgendwie sowas, ne? Finde ich schon, also das hat auf jeden Fall was. So, wir hatten ja gespeichert, wir gucken, nee, nicht freie Fahrt, Optionen, nein, neuen Job bekommen. 3 oder 4 bestimmt wieder, ne? Sie haben 3 neue Nachrichten. War klar. So, na, spielen wir mal in die erste ab. Ich bin's. Ich hab Ärger im Geschäft. Einer meiner Teilhaber dreht gerade ein bisschen durch. Du wirst ihn wieder zur Vernunft bringen. Es wartet ein Taxi auf dich. Du sammelst den Typen ein und machst mit ihm eine Spritztour, die ihm beim Ordnen seiner Gedanken hilft. Sorgt dafür, dass er unseren Standpunkt kapiert. Okay. Ja, ich bekomme 2 große Chicken Deluxe Pizzas und tun Sie bitte extra Käse drauf, ja? Das Team mal falsch anrufen, ey. Echt netter Job, Cowboy. Sammel ein paar Kisten ein, die wir gerade von außerhalb ins Lager reingekriegt haben. Beweg deinen Arsch hierher und du hast was bei mir gut. Ich muss jetzt mal gerade was schauen, Mitwirkende. Ich guck mal gerade im Heft, ob hier beisteht, wer alles mitgesprochen hat, weil das klingt mir so dermaßen nach dem Sprecher von Alf. Weiß nicht, ob man es hier irgendwo sieht. Spielidee, Programmierung, PC, Grafiken, Musik, Soundeffekte, Sprachaufnahmen. Sprecher der deutschen Version. Tommy Pieper, Tatsache. Tatsache, ey, das ist wirklich die Stimme von Alf. Wie geil. So, das war jetzt die richtige? Ja. Nee. Noch eins zurück. Wir nehmen die erste. Gut, wir nehmen die erste Mission. Geil, dass Tommy Pieper hier drin ist. Hammer. Wie gut. Finde ich gut. Hat er nach Alf dann doch nochmal eine Synchronrolle bekommen. Beziehungsweise nach Alf und nach, wer ist hier der Boss? Taxi! Was zum... Schon gut, schon gut. Ich hab verstanden. Sagen Sie mir, was Sie wollen. Was wollen Sie? Schon gut, schon gut. Ich hab verstanden. Sagen Sie mir, was Sie wollen. Oh mein Gott. Was zum... Bastok! Schon gut, schon gut. Ich hab verstanden. Bastok! Komm schon! Schon gut, schon gut. Ich hab verstanden. Was wollen Sie? Sagen Sie mir, was Sie wollen. Na, jetzt geht's nicht weiter hoch. Bastok! Schon gut, schon gut. Ich hab verstanden. Geht leider gerade nicht weiter hoch. Muss wahrscheinlich ein Unfall bauen, ne?
Jo, Mission erfolgreich. Was für eine geile Mission. Ich brauche jetzt nicht zu speichern, das ging so schnell. Schöne Mission. Sagen Sie mir, was Sie wollen. Was zum? Oh, wir haben die Cutscene recycelt. Auch nicht schlecht. Hör zu. Cosi ist nur ein paar Blocks von deinem Standort entfernt. Hol ihn ab, bevor die Bullen dir zuvorkommen. Bring ihn zum Hubschrauber. Wenn du nicht rechtzeitig da bist, fliegt der Hubschrauber ohne ihn. Hubschrauber? Besser Hubschrauber. Ja gut, okay. Kriegen wir gleich, denke ich, mal hin. Cosi fliegt gerne. Na dann. Cosi fliegt gerne. So, ich gucke nochmal wieder auf die Karte. Wir kennen ja das Spielchen. Es ist wieder nicht so weit. Also, wir fahren rechts und dann links. Okay. Aber ich habe auch nicht sehr viel Zeit, sehe ich gerade. Hui. Hol Cosi ab. Schön hier wieder mit dem Regeneffekt. Ich finde das toll. Boah, hier sogar mit Spiegelung auf der Straße. Alter. Die haben sich ja richtig Mühe gegeben, was das angeht. Wahnsinn, das ist ja geil. Mann, Mann, Mann. Ich sag ja, das Spiel, das hat, ne? Ungeahnte... Ja, ne, nicht Fähigkeiten, aber... Es ist, die Engine lässt hier echt ihre Muskeln spielen. Krass. Nein, 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 nein. Oh, okay. Das war knapp. Das war echt knapp. Junge, Junge. Ich glaube, mit langsam meinen die, ich soll langsamer fahren, ne? Damit die einsteigen können. So, warte, wir gucken wieder auf die Karte. Wir müssen... Okay, also wir können jetzt theoretisch die Straße ganz bis nach hinten fahren. Und dann, denke ich mal, können wir mal gucken, ob wir richtig sind. Ob wir wirklich richtig fahren. Sehen wir, wenn wir da hinten ankommen. Aber das ist so geil mit den Spiegelungen auf der Straße. Ey, Halleluja. Meine Fresse. No. Entschuldigung. War keine Absicht. War gewollt. Boah. Okay. Nein, nicht durchdrehen. Verdammt nochmal. Wäre geil, wenn sie noch das gebaut hätten, dass sich das Fahrverhalten ändert, wenn man hier auf nasser Straße unterwegs ist. Ja, okay. Das war gerade der Turbo, den ich da gedroschen habe. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen scheiße gefahren. Das war knapp. So, 1,40 haben wir noch. Ja, ich versuche mich zu beeilen, Mann. Es ist gar nicht so einfach. Ich fahre mal hier lang. Oh! Entschuldigung. Boah, ich glaube, es ist doch etwas rutschig. Ich kann mich täuschen, aber es fühlt sich auf jeden Fall rutschig an. So, lass noch mal auf die Karte gucken. Wir müssen ganz bis dahinter. Kommen wir hier von der Straße aus nicht hin, aber fast. 1,20 haben wir noch, bis darunter. Könnte eng werden. Weiß es nicht. Mal gucken. Bitte kein Auto, bitte kein Auto, bitte kein Auto. Nein, 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 nein. Oh! Ich glaube, es ist wirklich rutschig hier. Durch den Regen. Ich glaube wirklich. Huh! Nein! Karre! Oh, da kommt der nächste Bullenkarre. Unfassbar hier. Ah, ich habe nur noch eine Minute. Geh doch weg! Wenn du mal wirklich so ein Polizeiauto brauchst, was hinter dir irgendwie jemanden wegrammt, ne? Okay. So klappt's auch. Ich wollte gerade schon sagen, ne? Da kommt wieder keiner. Na, Scheißdreck. Es ist so glatt. Und rutschig. Uiuiuiui. Fuck. Komm ich hier weg? Ach, mein Auto ist Schrott. Ja, super. Es ist einfach zu glatt hier. Durch den Regen. Aquaplaning. Junge, 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 Junge. So, Cosi fliegt gerne. Ja, ja, ja. So. Aber, sag mal, ist das auch dunkler geworden? Na guck mal, wir haben jetzt noch Tag. Entweder ist es durch den Regen dunkler geworden oder es ist im Allgemeinen dunkler geworden. Dann hat das Spiel tatsächlich auch
Ein Tag-Nacht-Rhythmus? Krass. Okay. Das, was ich vor einigen Folgen mal gesagt hatte, was ganz cool wäre, haben die hier tatsächlich. Die haben einen Tag-Nacht-Rhythmus. Ich glaube, beim zweiten gab es das, wie gesagt, nicht. Da gab es da Missionen bei Nacht oder in der Dunkelheit? Weiß ich gar nicht mehr. Keine Ahnung. Muss ich rein? So, steig ein. Liefer uns pünktlich ab. Ja, warum ist jetzt wieder der Kopf da? Ja, keine Ahnung. War nur Zufall. Ja, ich muss das jetzt mal im Auge behalten, so ein bisschen zumindest. Dass wirklich mit dynamischem Tag-Nacht-Rhythmus hier ist. Wäre krass. Es ist auf jeden Fall, wie gesagt, Aquaplaning, es ist glatt. Das definitiv. Ja, ich versuche es. Ich versuche uns hier rauszubringen. Gar nicht so einfach, wenn es so glatt ist. Scheiß Aquaplaning hier. So, 1,47 haben wir noch. Da ist wieder ein Kopf. Nein, 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 nein. Boah, fuck, Baum. Einmal um den Baum drumherum gewickelt. Komm schon. Ich bin noch gar nicht in der... bin gar nicht in der richtigen Straße. Sehe ich jetzt erst. Na ja, gut, macht nichts. Von hier aus kommen wir auch dahin, wo wir hinwollen. Ja, 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 ja. Fuck! Guck mal, es wird wirklich dunkler, ne? Tatsächlich. Wie krass, ey. Wie krass. Man sieht es jetzt halt hinten am Hintergrund so ein bisschen, wenn man wirklich drauf achtet. Es wird dunkler. Wie geil. Meine Fresse, ey. Ich bin echt begeistert. Ich bin von diesem Spiel gerade begeistert. Hammer. Das sind so Kleinigkeiten manchmal, ne? Aber wenn man mal so drüber nachdenkt, es ist, für die PS1 ist es keine Kleinigkeit. Heutzutage gehört das alles so zum guten Ton, ne? Tag-Nacht-Rhythmus. Aber damals war das halt echt. Das war was Neues. Guck dir das an, ey. Wie geil ist das bitte? Und jetzt spiegeln sich auch die Laternen in der Straße. Geil. Ey, es ist so hart. Hallo. Tschüss. Wahnsinn. Gut, es spiegeln sich nicht. Doch, es spiegeln sich alle, ne? Wow. Ja, war knapp. Aber doch, sie spiegeln sich so ganz leicht. Ganz leicht spiegeln sie sich. Ja, genau. So genau. So genau sollte das sein. Er sollte genau da dagegen halten. Dann geh, Mike. Bring uns hier raus. So, Mission geschafft. Oder auch nicht. Mal gucken, ob ich noch abhauen muss. Ja, machen gemütlich. Ist alles in Ordnung. Meine Karre qualmt ja nur so ein kleines bisschen. Stunden später. Also, wir werden von Bullen verfolgt, aber es ist okay. Du kannst auch da lang schlendern. Ja. Und er hebt ab und ist davon. Huch! Ich glaube, das soll nicht so. Ein wenig. Ein wenig komisch hat sich das gerade verhalten, das Ding. Na gut, dann sind wir schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich meine, das geht so schnell, ne? Junge, Junge, Junge. So, ich speichere nochmal gerade hier. Und bestätigen. Und dann würde ich einfach mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier bei Driver. You're the real, real man. Und ja, wir sehen, was dann als nächstes kommt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.